Ein knackiges High Five in die Runde. Mein Name ist Adlerwache und ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ja, Freunde, heute spielen wir die Wooster, Stufe Legendär, ein leichter amerikanischer Kreuzer. Das aktuelle Büroprojekt, was ihr erforschen könnt. Und was soll ich sagen? Ja, hat was. Die meisten Fragen, die ich schon bekommen hatte, ist sie noch genauso von den Stats her wie zu Mietschiff-Zeiten? Ja, ist sie, da hat sich nichts geändert. Und die zweite Frage, ist sie genauso eine HE-Schleuder wie die Cleveland? Und das werden wir im Gefecht herausfinden. Bevor wir natürlich ins Gefecht kommen, gehen wir jetzt erstmal auf die Geschichte ein. Die ist ziemlich kurz, beziehungsweise ich habe sie sehr kurz gefasst, denn im Großen und Ganzen hat sie nichts Interessantes erlebt. Und dann gucken wir uns natürlich die technischen Sachen an. Die Kielegung war am 29. Januar 1945 und sie wurde am 26. Januar 1948 in Dienst gestellt, also deutlich nach Kriegsende. Im Großen und Ganzen, grob gesagt, hätte sie hier eigentlich gar nichts verloren, denn sie ist doch deutlich moderner als die meisten Schiffe, die wir hier so im Spiel haben. Sie ist, oder sie war 210 Meter lang, 22 Meter breit und hatte eine Maximalverdrängung von 14.936 Tonnen. Die Wooster war ein Flakkreuzer und wurde dennoch als leichter Kreuzer klassifiziert, obwohl sie doch eine ordentliche Größe mit sich brachte. Zwei Schiffe wurden von der Klasse gebaut. Die Geschichte ist, wie gesagt, schnell erzählt. Sie hatte keine wirklich wichtige Rolle in ihren Einsätzen gespielt. Hauptsächlich war sie auf Übungsmissionen weltweit vertreten. Im Koreakrieg hat sie feindliche Stellungen beschossen. Dort hätte sie fast auch einen britischen Aufklärer versehentlich runtergeholt. Am 19. Dezember 1958 wurde sie außer Dienst und gleichzeitig in die Reserve gestellt, bis man sie am 1. Dezember 1970 aus dem Register gestrichen und anschließend am 5. Juli 1972 verschrottet hat. Ihre Glocke hängt heute noch im Eingang vor dem Rathaus in Wooster. Ja, Freunde, das war schon die geschichtliche Seite des Schiffes. Dann würde ich sagen, schauen wir uns erstmal an, was ich so in die Bude eingebaut habe. So, ach, jetzt hätte ich fast eine Runde gestartet. So, als erstes habe ich natürlich das Zielsystem Mod 1 drinne. Als zweites habe ich natürlich das Steuergetriebe Mod 2 drinne. Als drittes, da hatte ich anfangs auch Steuergetriebe Mod 3 drin, weil sie ist von Haus aus sehr, sehr träge und sie ist halt wirklich lang. Das darf man nicht unterschätzen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, da kassiert man trotzdem immer wieder richtig harte Schellen, weil wenn sie wirklich hart getroffen wird, dann tut's richtig weh. Dann tut's wirklich richtig, richtig weh. Deswegen war mir das Tarnsystem dann doch wieder lieber, weil einfach der die Streuung des Beschusses dann wieder hochgeht. Und da bin ich doch ein großer Fan von. Ja, und als letztes habe ich natürlich dann die Feuerleitanlage. Man könnte natürlich auch Hauptbatterie Mod 3 nehmen. Es macht aber im Großen und Ganzen keinen Sinn, denn sie hat von Haus aus eine wirklich gute Nachladezeit. Deswegen geht lieber auf die Reichweite. So, kommen wir mal zur Ausrüstung. Wir haben natürlich Schadensbegrenzung 1 dabei. Wir haben natürlich dreimal Sonar dabei, dreimal Radar und dreimal Heal. Das liegt natürlich an meinem Kapitän, weil ich dann vollständig verpackt genommen habe. Sonst habt ihr normalerweise hier nur 2, 2, 2. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ja, epischer Booster, den machen wir wieder runter, sonst verfälscht er uns natürlich die Reichweite. Und dann gehen wir mal auf die Werte. Überleben haben wir 59 Punkte. Wir haben Trefferpunkte 45.400 Punkte. Das ist ordentlich. Das ist für einen leichten Kreuzer wirklich ordentlich. Panzerung haben wir 6 bis 127 mm. Das ist natürlich nicht sonderlich viel. Und eine Torpedoschadensverringerung von 19%. Auch das ist nicht sonderlich viel. Artillerie haben wir hier 6x2 152 mm. Ich mag die 152 mm sehr, sehr gerne. Ihr müsst allerdings bedenken, dass ihr auf High-Tier wirklich Schiffe habt, die eine verdammt starke Deckpanzerung habt. Und da kann es euch wirklich passieren, dass ihr sehr, sehr viele Platzer haben werdet. Das hatte ich auch so einige Runden, wo RNG überhaupt nicht auf meiner Seite war. Da habe ich, glaube ich, muss jetzt lügen, 190 Zieltreffer gehabt und hatte dann 13.000 Schaden gemacht. Also das war schon wirklich eklig. Ladezeit 6 Sekunden. Reicht mir persönlich voll und ganz. Man kann es natürlich noch deutlich weiter runterdrücken. Dauer auf 180 Grad kehre, 7,2 Sekunden finde ich auch in Ordnung. Sprenggranaten-Höchstschaden haben wir hier 2288, das ist auch recht dicke. Brandwahrscheinlichkeit von 15% finde ich schon wieder fast zu viel. Aber ich finde, das ist noch okay.
obwohl es schon Richtung nicht okay geht. AP-Granaten-Höchstschaden haben wir hier 3200. Flugabwehr, ihr seht, wir sind ein Flugabwehrmonster. Dafür ist sie ja eigentlich auch gebaut worden. Das könnt ihr euch hier selber durchlesen. Ich finde das immer ziemlich uninteressant, weil unsere Flugzeugträger einfach nicht so dermaßen gefährlich sind. Manövrierbarkeit. Ja, das ist so eine kleine Schwäche von dem Teil. Höchstgeschwindigkeit 34,3 Knoten ist okay. Wendekreisradius 750 Meter, das ist schon einiges. Und eine Ruderstellzeit von 7 Sekunden ist jetzt auch nicht gerade geil. Also ihr werdet merken, dafür, dass sie eigentlich ein leichter Kreuzer ist, sie braucht ihre Zeit, bis sie rumkommt. Also ihr solltet wirklich mal gut schätzen können, wann ihr drehen könnt. Weil dreht ihr zur falschen Zeit, zeigt ihr verdammt lange eure Breitseite und dann tut's richtig weh. Also dann kann es wirklich sein, dass eine Breitseite auf euch geschossen wird und ihr sofort platzt. Also da müsst ihr wirklich arg aufpassen. Tarnung haben wir auch natürlich mit an Bord. Wir haben hier 11 Kilometer Erkennbarkeit zum Wasser, das ist in Ordnung. Erkennbarkeit zur Luft 6,9 Kilometer und garantierte Erkennbarkeit sind wir natürlich bei 2 Kilometer. Ja, Panzerung gucken wir uns jetzt mal grob an. Sie hat eine verdammt geile Bugpanzerung. Wir haben hier 32 mm Bugpanzerung. Also ihr könnt im Notfall auch wirklich gut Bowtanken. Da geht nicht wirklich viel durch. Sie ist allerdings sehr weich auf der Breitseite. Und da kann es auch wirklich wehtun. Denn ihr seht, die Zitadelle liegt schon ziemlich hoch. Und ihr habt natürlich auch eine recht robuste, sagen wir mal, eine robuste Seitenpanzerung, wo halt hier wirklich die Dinger euch jedes Mal richtig Zitas drücken können. Also es ist wirklich recht wenig, dass man ihr Overpens drückt. Es ist dann doch wirklich eher so, dass man ihr dann wirklich ordentlich Schaden drücken kann. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bevorzuge sie als defensiver Kreuzer und kite mit ihr sehr gerne. Und da macht sie sich auch wirklich sehr, sehr gut drin. Ja, wie gesagt, Panzergürtel haben wir dann hier oben oder oberhalb, sagen wir es mal so, 25 mm. Das ist nicht sonderlich viel. Wie gesagt, wenn es natürlich unten in die Zita reinschlägt, und das habt ihr eigentlich recht häufig, dann tut's weh. Dann tut's wirklich weh. Da solltet ihr halt wirklich aufpassen. So, kommen wir mal zur Übersicht. Nachlader, überdurchschnittliche Ladegeschwindigkeit der Hauptbatterie, das stimmt. Flinkes Ziehen, überdurchschnittliche Drehgeschwindigkeiten der Hauptbatterie, das stimmt auch. Drehgeschüsse auf Distanz wird das Ziehen schwierig, aber man kann gut aus der Deckung schießen. Das stimmt auch, sie hat halt so eine typische, wie ihr es kennt von den leichten Kreuzern von den Amerikanern, sie hat halt einen verdammt hohen Feuerbogen. Auf große Reichweite wird es dann wirklich eklig, um überhaupt da was zu treffen, weil die Geschosse halt wirklich sehr, sehr lang in der Luft sind. So, dann kommen wir mal zum Kapitän. Ich habe mich für den Norman Scott entschieden. Ich hatte anfangs Victor F. Einstein drin, bin aber wie gesagt auf Norman Scott umgestiegen. Ich habe als Inspiration Nikolai Kuznetsov, um einfach die Reichweite zu erhöhen. Ich habe André Rouge, um einfach den HE-Schaden zu verbessern. Wir haben als Basisfähigkeit erhöht die Granatengruppierung der Hauptgeschütze. Dann habe ich natürlich hier lodernde Flammen. Ich habe hier Pyromane. Wenn euch die Reichweite nicht reicht von dem Schiff, dann könnt ihr natürlich auch außerhalb der Reichweite nehmen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was habe ich, 17 Kilometer oder was? Wir können gleich nochmal gucken. Das reicht mir voll und ganz. Dann habe ich hier Rausch der Geschwindigkeit. Ich hatte vorher Durchstoß drin. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wie ich es schon sagte, ich mochte einfach ihre Trägheit nicht. Deswegen muss ich auch ganz ehrlich gestehen, dass ich sie anfangs wirklich gar nicht mochte. Ich bin dann hier auf Rausch der Geschwindigkeit gegangen, um einfach hier nochmal 4% höhere Bewegungsgeschwindigkeit zu kriegen und habe hier unten dann auch steuerbar genommen, um einfach hier nochmal eine bessere Ruderstellzeit zu bekommen. Und dann macht sie auch wirklich Spaß, ne? Dafür streut sie jetzt bei mir ein bisschen mehr, aber das ist wirklich eigentlich kaum spürbar. Aber der Steuerbar, also die Ruderstellzeit, die merkt man ordentlich. Also ich würde wirklich bei ihr ein Agilbild bauen, damit sie halt wirklich sehr wendig ist, weil sonst wird es ein bisschen eklig. Klar, für die Leute, die sagen, ich hänge lieber am liebsten in den Inseln rum, denn Damage und Winrate ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Für die ist es eh scheißegal, weil die stehen eh nur hinter der Insel, denen ist ihr Team eh völlig egal und die wollen nur über die Inseln schießen, um Schaden zu machen. Also, da ist es wirklich egal. Ich habe sie auch mit Gleichgewicht der Kräfte probiert. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Sie hat da wirklich ordentlich Schaden rausgehauen. Ich bin aber wirklich lieber hier auch vollständig verpackt gegangen, um einfach die drei Heals zu haben. Das ist mir dann doch ein bisschen lieber. Und halt auch drei Radars und drei Sonars, dass ich dann halt wirklich meinem Team in brenzlichen Situationen dann doch nochmal helfen kann, damit ich zum Beispiel Zerstörer aufdecken kann oder halt auch Torpedos frühzeitig aufdecken kann. So, wir gehen aber nochmal kurz auf das Schiff, damit ihr halt auch einfach mal die Zeiten seht. Wir haben hier eine Erkennbarkeit von 9 Kilometer. Das ist jetzt nicht so geil, wenn man überlegt, dass eine
Otschakow, ich verwechsel das Schiff immer, ein Otschakow 11 Kilometer hat, dann ist das natürlich recht wenig. Aber 9 Kilometer kann man super mit arbeiten. Wir haben hier beim Sonar Ortung von Torpedos 3,1 Kilometer und Ortung von Schiffen 4,4 Kilometer. Also auch jetzt auch nicht sonderlich außergewöhnlich. Also wirklich das Standard-Sonar. Ihr könnt aber auch hier defensive Flakfeuer nehmen. Ja, brauchen wir aktuell bei Legends nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, wir gucken nochmal auf die Werte. Ja, 17, genau 17 Kilometer Reichweite habe ich. Das reicht mir voll und ganz. Also ihr könnt die auch auf 20 Kilometer hochdrücken. Ob ihr dann da hinten dann wirklich noch was trefft, das ist dann halt die andere Frage. Und ob es dann wirklich auch Sinn macht, das ist dann die zweite Frage, die ihr euch stellen könnt. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, dann war es das schon mit dem Infoteil. Und dann sehen wir uns gleich im Gefecht wieder. Bis gleich! So, Freunde, willkommen auf der Wooster. Wir sind hier Tränen der Wüsteherrschaft unterwegs. Wir haben eine Kagero, eine Z23, eine Khabarovsk, eine Alaska, Bismarck, Tirpitz, Massa, Yamato und Kurfürst im Gegnerteam. Begleitet werde ich von Dark Raptor und Scooby-Doo 0815. Schöne Grüße gehen natürlich raus. Ja, Tränen der Wüste, ihr wisst ja, ne? Ich hasse diese Karte. Ich hasse sie wirklich. Wir sind hier aber Gott sei Dank unten bei C gespawnt. Das heißt, wir werden uns hier auch um den C-Punkt kümmern. Größte Frage, die sich natürlich viele stellen, ist sie so ein HE-Teufel wie die Cleveland? Ja, ist sie. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Allerdings muss man auch fairerweise dazu sagen, dass sie nicht so viel trollt wie zum Beispiel die Cleveland. Also sie verzeiht nicht mal ansatzweise so viel wie eine Cleveland. Wenn hier was trifft, dann kann es wirklich ganz, ganz schnell zu Ende sein. Deswegen kann man hier wirklich sagen, ja, ihre HE ist schon sehr, sehr stark. Aber sie ist nicht so dermaßen übertrieben wie bei der Cleveland und hält auch nicht so übertrieben viel aus wie die Cleveland. So, wir haben hier eben schon mal eine Tirpitz gesehen. Bin ich auch schon lange nicht mehr gefahren. Das gute Ding. Aber ich muss auch sagen, seit dem Bismarck-Buff ist die Tirpitz bei mir eigentlich auch so im ins Hintertreffen gelangt, was sehr, sehr schade ist. Ja, Tirpitz, komm. Wir drehen natürlich hier gleich ab. Wollen hier natürlich nicht die Breitseite zeigen. Vielleicht können wir sie gleich mal anzünden. Ja, geht doch. Haben wir sie gleich mal angezündet. So gehört sich das. Da ist ein Alaska. Werden wir wahrscheinlich nicht so gut treffen können. Weil der Feuerbogen ist halt extrem bei ihr. Der Feuerbogen ist wirklich extrem bei ihr. Oh, immerhin. Wir haben sie zweimal getroffen. Und die Tirpitz ist immer noch am Brennen. Sehr schön. Ah, jetzt hat sie gelöscht. Ah, die feindliche Kaba hat hier auch schon unsere Jubachi rausgenommen. Es fängt schon wieder schön an. Es fängt schon wieder gut an. Na, Tirpitz, was hast du vor? Die Tirpitz scheint hier den perfekten Parkplatz finden zu wollen. Oh, da kommt eine Kurfürst. Da kommt eine Kurfürst. Drehen wir natürlich wieder ab. Und eine Yamato steht da auch noch. Also wir müssen hier weg. Wir müssen hier definitiv weg. Weil sonst ist das nämlich ganz, ganz schnell vorbei. Das wollen wir natürlich nicht. Das wollen wir natürlich nicht. Und ihr seht's, ne? Also sie braucht wirklich lange, bis sie hier wirklich komplett einmal rumgedreht hat. Und das, obwohl wir hier wirklich hauptsächlich auf Ruder, Stellzeit und Höchstgeschwindigkeit geskillt haben. Also normal ist sie noch träger. Und da muss man sich ja erstmal wirklich ein bisschen dran gewöhnen. Ja, jetzt wird natürlich die Kurfürst hier schön beschossen von uns. Jawohl, zweiter Brand geht raus. Na komm schon. Vielleicht nochmal ein drittes Mal? Nein, leider nicht. Leider nicht. Ah, die Tirpitz hat keine Lust mehr. Die Tirpitz will aus ihrer Ecke nicht mehr raus. Nö, ja, so hat sie halt keine Lust mehr, ne? Ah, wir treffen sie leider auch nicht. Obwohl wir halt so einen schönen hohen Feuerbogen haben. Ah, Kurfürst kommt. Das heißt, gleich wieder abdrehen hier. Ah, Kurfürst hat sich festgefahren, wenn man das richtig sieht.
Ja, Kurfürst hat sich festgefahren. Sehr schön. Da halten wir natürlich jetzt gleich mal ein bisschen weiter nach hinten. Na, komm schon. Na, komm schon. Ja. Da müsste der Adler dann auch mal Zielwasser trinken. Aber Scooby hat sie hier rausgenommen. So, vielleicht kommt ja jetzt doch eventuell mal die Tirpitz raus aus ihrer Ecke. Aber Raptor denkt sich, oh ja, was du kannst, kann ich auch. Das ist auf jeden Fall schon geil. Oh, da ist die feindliche Gaba, die hier komplett durchgedrungen ist. Aber 40 Kilometer an der Gaba zu treffen. Und dann mit so einem hohen Feuerbogen, das ist eigentlich schon fast unmöglich. Also, das ist dann mehr Glück als alles andere. Ja, die Alaska ist auch noch da. Und unsere Tirpitz ist leider auch schon raus. Also unsere linke Flanke wird hier komplett aufgeraucht. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir dann nicht noch Überraschung von oben kriegen. Ich weiß auch nicht, was unser DD da oben an der Ecke macht. Ob der irgendwie was sucht. Vielleicht sucht er den Schatz von Oak Island. Ich weiß es nicht. So, jetzt Yamato, komm. Wir zwei wollen Spaß haben. Wir zwei wollen Spaß haben. Jawohl, Yamato brennt. Also ihr seht's, ne? Die Feuerrate bzw. die Brandwahrscheinlichkeit ist schon extrem. Die ist schon gut bei ihr. Die ist schon wirklich sehr, sehr gut bei ihr. Na komm schon. Jawohl, Alaska haben wir jetzt auch nochmal angezündet. Also die HI ist böse. Die Brandwahrscheinlichkeit ist echt böse, auch wenn der Alpha-Schaden jetzt nicht so hoch ist. Werden doch viele Leute wahrscheinlich das Schiff hier verfluchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mal froh, dass es jetzt hier wirklich einen leichten Kreuzer gibt, weil die Alaska, man muss es einfach grob sagen, die Alaska ist mehr Schlachtschiff als Kreuzer. Und ich finde schon, dass auf Legendär auf jeden Fall auch Kreuzer und leichte Kreuzer reinkommen müssen. Ah, das ist jetzt halt wieder ein Amerikaner ist, das ist halt so eine Sache, ne? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein bisschen langweilig, weil wir werden in letzter Zeit halt wirklich mit amerikanischen Schiffen so zugebombt. Ja, die Yamato, die weiß ich auch nicht, was sie vorhat. Und das stört mich ein bisschen. Also, dass hier wirklich hauptsächlich fast nur amerikanische Schiffe kommen, das finde ich halt wirklich sehr nervend, weil es halt wirklich irgendwo eintönig ist. Also, ich hätte es echt geiler gefunden, wenn wir den Briten gekriegt hätten. Oder halt die Hindenburg. Das wären halt die zwei Schiffe gewesen, wo ich gesagt hätte, ey, geil. Das wäre richtig genial. Ja, jetzt haben wir hier die Booster. Ich denke mal, wir hatten es ja schon in dem Weltraum-Event. Da hatten wir dann die Des Mois. Und ich denke mal, das wird dann das nächste Schiffchen werden, was wir als Büroprojekt kriegen werden. Das heißt, das ist dann wieder ein Amerikaner. Und ich finde es einfach, wie gesagt, langweilig. Jetzt haben wir hier mal so leicht eine von der Yamato gedonnert bekommen. Also wie gesagt, da müssen wir echt aufpassen. Weil das ist wirklich ein Nachteil bei der Booster, was ich aber gut finde. Sie verzeiht nicht so viel. Sie verzeiht nicht so viel, weil eine Cleveland, da kann man ja wirklich Breitseite fahren. Da macht man zu 90% eine Overpants. Die lacht einen aus und haut dir da eine HE-Schelle nach der anderen um die Ohren. Das ist jetzt hier nicht so der Fall. Das muss man ehrlich sagen. Oh, die Tirpitz ist raus. Die Tirpitz ist raus. Hat die Tirpitz doch nochmal versucht, irgendwie rauszukommen. Ja, wir sind jetzt hier schon bei 10 Bränden. Haben jetzt hier sogar die Vernichter-Medaille bekommen. Und gehen natürlich hier weiter auf die Yamato. Und brennt nochmal. Sehr schön. Na, komm schon. Ah, der Yamato weiß noch nicht so wirklich, was er machen soll. Also anscheinend bin ich hier doch ein bisschen egal. Das freut mich natürlich sehr. Also ihr seht schon, das Ding geht wirklich ab. Das Ding geht wirklich ab. Auch wenn sie nicht die schnellste ist. 34 Knoten für einen Kreuzer ist okay. Aber da gibt es natürlich auch Kreuzer, die da deutlich schneller sind. Aber der Wendekreis, das ist halt wirklich so eine Sache, da muss man echt erstmal mit klarkommen. Also das nervt schon bei ihr.
dadurch, dass die halt so mega lang ist, ja, muss man halt immer wieder viel zeigen, damit man hier wirklich alle Geschütze benutzen kann. Also schön. So, der Dings will rüberfahren. Der Raptor fährt rüber Richtung B. Habe ich zu mir auch gesagt, ich so, schieß lieber nicht, bleib lieber zu, weil die haben doch eine Idee, dass dann der Überraschungsmoment auf deiner Seite ist. Da habe ich dann gesagt gehabt, komm, Yamato, die kriege ich alleine raus. Die hat eh kein Interesse mehr an mir. Sieh dann lieber zu, dass du dich dann um den DD kümmerst. Weil ich denke mal, dass der DD auf jeden Fall hier Richtung B kommen wird. Um natürlich das Cap einnehmen zu können. Wollen wir es zu Ende bringen? Jawohl, sie brennt nochmal. Und das wird es dann auch für die Yamato gewesen sein. Das wird es auch für die Yamato. Ja, und da kriegt sie noch einen Doppelbrand. Und zack, ist sie raus. Und wir haben hier einen Brandstifter. Perfekt. So, dann haben wir hier noch eine Massa. Die jetzt hier auch in unsere Reichweite reinfährt. Wundert euch nicht, dass ich jetzt hier bei 14,4 Reichweite habe. Ich habe hier halt die Boosterfahne drauf, die grüne. Ne? Dann habt ihr nochmal 300 oder 400 Meter mehr Reichweite. Also nicht wundern. Ah, der DD ist da. Der DD ist da. So, wir drehen natürlich zum DD. Versuchen jetzt hier Dark Raptor nochmal zu helfen. Wir haben ja noch unser Radar, was wir dann benutzen können. Ich hoffe mal, dass sie in den 9 Kilometern Reichweite ist. So, Radar ist gezündet. Und da ist die Z23. Da ist die Z23. Und da gehen wir natürlich mit auf die Z drauf. Ah, da hat's gesessen. Wir haben jetzt aber auch eine von der Massa bekommen. Und zack, haben wir die Z23 auch noch rausgenommen. Sehr, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um das letzte Schiffchen. Die Massa. Scooby ist auch da oben. Ich denke mal, Scooby wird sie dann auch rausnehmen. Wir haben hier die wunderschöne gelbe Böller Vorschiffsfahne drauf. Yeah! Na, komm schon. Ah, vielleicht können wir sie noch schnabulieren. Vielleicht können wir sie noch schnabulieren. Ah, komm. Ah. Schade. Da hat Scooby sie rausgebrannt. Ja, Freunde, das war das Gefecht mit der Wooster. 138.000 Schaden, zwei Schiffe versenkt, 16 Brände, Platz 2 mit 2.511 Punkten, Scooby auf Platz 1 mit 2.576 Punkten und Raptor auf Platz 3, 85.000 plus haben wir gefahren. Ihr wisst ja, ne, legendär ist jetzt nicht dafür geeignet, dass man da viel Credits fährt. Ja, Fazit zum Schluss, ich finde sie geil, sie macht Spaß, ich muss ganz ehrlich sagen, anfangs fand ich sie ein bisschen, war nicht meins. Seitdem ich die Skillung nochmal ein bisschen umgeändert hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, macht sie mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und sie ist halt nicht so ein Troll wie die Cleveland. Sie verzeiht einem nicht so viel. Und ich denke, das gleicht das ein bisschen aus, dass sie dann halt auch so eine extrem starke HE hat. Ja, sie ist eine HE-Schleuder, das muss man so sagen. Es wäre falsch, wenn man sagen würde, nee, ist sie überhaupt nicht. Doch ist sie. Ihre Stärken ist halt ihre HE und halt auch wieder ihr hoher Feuerbogen, was natürlich auch gleichzeitig auch als Nachteil sein könnte. Die meisten werden mit ihr aber dann, wie man es ja gewohnt ist, hinter den Bergen stehen und dann als über die Berge schießen. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr nervig werden. Ja, aber beim Kiten hat man Spaß mit ihr, da ist immer Action dabei und wie gesagt, sie verzeiht da nicht sonderlich viel Fehler und deswegen finde ich sie wirklich so, wie sie ist, in Ordnung. Wir müssen mal schauen, wie sie sich ins Spiel integriert, wenn sie jetzt dann länger Zeit dann drin ist, wenn dann die ersten Leute das Schiff haben werden. Ob sie dann halt wirklich ein Flug wird, ob sie die Hölle auf Erden wird, das müssen wir dann sehen. Ein bisschen Angst habe ich schon, aber
ja, wenn man sie dann trifft, dann tut's halt auch wirklich weh. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Dann sehen wir uns morgen bei der neuen Folge U-Boat. Und dann am Freitag gibt's dann das erste Video von Ultimate Admiral Dreadnought. Und eventuell dann am Wochenende Livestream. Da gebe ich euch aber dann gerne nochmal Bescheid. Ja, Freunde, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Bis dahin, euer Adlerwache. Macht's gut!